war auch sage ich jetzt einmal, zu viel auf einmal, weil wir sehen, wir haben da jetzt wieder High-Templar, das Kaldarin-Amulett ist aber nicht. Ist das jetzt erforscht? Schauen wir mal. Nein, ist eigentlich nicht erforscht. Wenn Sie jetzt anschauen, der kann so, er kann zwar Rückkopplung machen, ist sicher nicht schlecht, wenn da Medevacs sind, die mehr oder weniger voll sind von Energie. Zum Beispiel das Medevac wird fallen und das andere Medevac wird auch fallen und der Raven würde im Prinzip auch fallen, sofern eine Rückkopplung da ist. Aber da kommt es auch direkt zum Go, da kommt der erste Storm, der zweite Storm und da bewegt sich aber auch Overlord strikt vorwärts und will den natürlich aus. Und Ahole hat noch einige Overlords, aber Overlords sag ich. High Templar, statt er jetzt zum Beispiel hergehen und die zu Archeons macht, hat es halt in Kampf geschickt und ja, die können aber nicht direkt angreifen. Und ich würde jetzt sagen, für Holy war es das mehr oder weniger, weil das wieder nicht mehr halten können. Weil wir haben zwar, naja, obwohl er hat, na oh ja, da könnte er noch was machen, weil es sind nicht mehr so viele Marines vorhanden. Aber da zerlegt Overlord einfach alles, holt sich jetzt auch strikt das Raumportal, fokussiert das jetzt auch und da hat Holy das Spiel verlassen. Gut, dazu sei gesagt, kommen wir mal. Ja, das Spiel hat mir in diesem Fall der Overlord zugeschickt, vielen Dank da an dich. Kommen wir zum Resümee und zwar für der Holy Age Short, ne? Nennen wir jetzt einfach, ja, bleiben wir einfach bei Holy, ist ja egal. Ja, der Holy hat meiner Meinung nach zu viel auf einmal wollen. Er hat teilweise sozusagen getecht, er hat sich in dunklen Schrein geholt, hat aber zu lange gewartet mit dem Angriff, hat mit einem Warp-Prisma, wenn er rübergegangen wäre, hätte er das auf jeden Fall effizienter nutzen können. Mittlerweile ist zwar fast alles aufgedeckt, sagen wir dieses hier nicht, aber hat einfach zu lange gewartet, hat sich das Templar-Archiv geholt, hat aber keine Grundarmee sozusagen gehabt. Jetzt nicht unbedingt Bodenarmee, aber er hat einfach nicht wirklich eine Armee gehabt, hat auch die Templer hier einfach verloren, hat seine Ressourcen zwar gut genutzt, wollte aber zu viel auf einmal, weil entweder tech ich oder ich habe eine Armee. Ich würde aber da empfehlen, auf jeden Fall ein bisschen eine Grundarmee zu haben, vor allem ein Beobachter wäre nicht schlecht gewesen, damit er weiß, okay, was hat mein Gegner, kann ich mir es jetzt leisten, auf so viel zu techen, weil gut, Overlord hat spätestens nach dem Scan hätte ihm klar sein müssen, gut, der dunkle Schrein ist entdeckt worden und ja, bringt ihm nichts mehr. Ne? Hätte einen Beobachter gehabt und vorsichtig halt bewegt oder auch wenn er verloren hat, hätte er mehr oder weniger gesehen, dass Ravens im Spiel sind. Jetzt weiß er, dass Ravens im Spiel sind und somit ist der dunkle Schrein mehr oder weniger hinfällig. Außer natürlich, ja, wenn die Armeen mit Berserker zum Beispiel gemischt sind, dann fällt es halt nicht so auf und die Ground Units fallen dem entsprechend auch, ne? So vom Einkommen her, wenn man es nimmt, ja, ist jetzt stärker vorwärts gegangen, hätte ein bisschen mehr drauf gehen sollen und ja, meiner Meinung nach, er hat sich einfach nicht entscheiden können. Die Kanonen waren sicher nicht schlecht anfangs, aber jetzt dann, nachdem er so hoch auf Bodenunits techt, praktisch der Versuch auf Void Race zu gehen, wäre ja im Prinzip ja auch nicht schlecht, um Schaden zu machen. Aber da ist einfach das Problem, er besitzt keine Grundarmee, er besitzt so gut wie keine Armee. Und hat man gerade gesehen, er kann nicht wirklich standhalten. Weil High Templar haben ist ja schön und gut, aber auch die Storms tun weh. Aber so wie wir es gerade gesehen haben, der Overlord bewegt sich raus. Diesmal ist ihm der Fehler nicht noch einmal passiert, dass er die Units einfach direkt einlädt. Und sie dann verliert, das tut natürlich weh, kann passieren. Aber ja, das mehr oder weniger das Resümee für der Holy. Für Overlord, ja, der Overlord, ja gut, hat die Choke dicht gemacht, hat sich auf jeden Fall klont, ist dann später mit der Factory scouten gegangen, das mit dem Raumhafen hat ein bisschen verpeilt, dann daneben baut hat. Ja, sei auch zu sagen, wenn man jetzt sieht, was er insgesamt an Mineralien hat, einfach mehr Rexes bauen, also mehr Kasernen bauen, wenn ich auf dem Biobuild bleiben will, von mir aus hole ich mir auch einen zweiten Raumhafen, lasse einen auf Reaktor, einen auf Techlab, hat relativ gut reagiert, wie er gemerkt hat, okay, dunkler Schrein, hat die Units auch hier, wie er dann gesehen hat, wie sie sich bewegen, hat sie weiterverfolgt, weil die können halt nirgends raus, ne? Und hat dann auch die Dark Damper geschrottet, das hat er auf jeden Fall gut gemacht.
Aber der Raven hat sich halt gelohnt, jetzt im Nachhinein, also sehr spät halt, die Upgrades gemacht, wenn wir schauen, 3110 und 1600. Gut, jetzt am Schluss war Kampf, aber er hat ja vorher schon recht viel gehabt, das heißt, er kann im Prinzip techen, die Möglichkeit hat er. Und ja, einfach mehr Units pumpen, weil es bringt einen nichts. Er hat jetzt gewonnen, er hat es gut gemacht, aber er hätte weitaus mehr Armee haben können, als was wir da im Prinzip sehen und den Gegner mehr oder weniger überrennen, weil schauen wir mal, Steamback ist vorhanden, die Schockmunition zum Beispiel ist nicht vorhanden, das Kampfschild ist nicht vorhanden, die Ressourcen hat er auf jeden Fall, er hat zwei Techlabs, das heißt, er kann es auf jeden Fall synchron bauen. Gut, hätte jetzt auch auf Benjis gehen können, weil mittlerweile die Forschung einfach fertig ist. Aber hat es souverän gemacht, hat immer wieder versucht, ein bisschen zu teasen, einzelne Units rauszuholen, wie hier die Kanone war, was ihm mehr oder weniger auch gelungen ist und hat dann auch dies direkt auf die High Templar gegangen, wie er sie rauspicken hat können und das hat auf jeden Fall gut gemacht. Ja, ich habe es wirklich gut gefunden. Wenn es euch auch gefallen hat, dann klickt doch bitte auf den Magisch-Button und wisst ihr, abonniert mich und Kommentare, 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 immer wichtig. In diesem Sinne, euer Little Yoshi.